Hey Leute, willkommen zum nächsten PvP-Event. Heute mal wieder ohne die ganzen Creeper-Eier. Es wurden traurigerweise wieder ein paar Zäune weggeschlagen. Ich muss da echt drauf aufpassen hier auch. Boah, ich werde einfach gar nicht erst mein Haus verlassen. Ich werde einfach oben abgammeln und warten, bis einer lebt oder überlebt hat. Und dann renne ich rein, der hat kein Essen mehr und ich habe gewonnen. Was sollte man da machen, ey? Und überleg mal, dann verliert man noch. Das wird ein bisschen peinlich. Okay. Oh, oh, gute Nacht übrigens. Okay. Hä? Das sah gerade erst so aus, als wenn hier die Leiter fehlen würde. Ist das Glas? Ja, ist Glas. Gut. Dann wollen wir mal falten und klatschen. Ich ducke mich. Und sehe den I-Doppel-Z-I. Den I-Doppel-Z-I. In seiner strahlenden Rüstung. Dann guckt er hoch. Hey, Schnitzi. Faker-Noob. Hä? Ist Mo jetzt schon da? Ja! LOL, fuck, der kann sich jetzt hier hochwerfen. Das geht auf jeden Fall von da aus. Von seiner Mob-Farm, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Der Zombie nämlich gerade getan und ich finde, das ist ein sehr passender Name. Was tun sie da? Klatschen und falten sie? Ah, ich habe halt echt die Befürchtung, dass sie gleich einer hochkommt. Wird sich das jemand trauen? Ich weiß es nicht. Ich beobachte erstmal, Pixelwurf ist tot. Ach man, vor allem ich freue mich immer voll danach dann, also am nächsten Tag, die Parts anzugucken und zu schauen, was den einzelnen Personen genau passiert ist. Vor allem, wie die dann auch auf die einzelnen Sachen reagiert haben, die man eventuell auch selber verursacht hat. Ich glaube, ich mische mich da gleich einfach mal ein. Ist Izzy denn noch da? Ja, Izzy ist auch noch da. Kann ich den da irgendwo runter... Ne, der hat Glas rundherum. Hä? Hat der oben auch noch Glas benutzt? Unten und oben? Okay. Okay. Und Maudado lebt, hat sich geduckt unter einem Baum. Check nochmal, was hier abgeht. Ich werde natürlich gleich wieder reingehen. Ihr kennt das ja mittlerweile. Mal renne ich sofort rein, mal gucke ich mir das Ganze erstmal an. Und da das hier gerade so spannend ist, mache ich erstmal die Kamerafahrten für euch. Hä? Izzy? Wo ist der denn? Vielleicht sehe ich da... Das war, glaube ich, Maudado. Da hinten ist Gomme und ich denke mal Herr Bergmann, ja. Das könnte sein. Gut, dann... Ich möchte auf jeden Fall den Kampf beginnen, indem ich jemanden überrasche. Ich möchte nicht, dass der vorher rüberguckt und weiß, dass ich... eventuell kommen könnte. Hä, wo? Wo sind die denn alle? Okay. Alle vier. Wohin geht er? Ich könnte zu Tuddle gehen. Aber es ist auch ziemlich gefährlich. Weil ich von da oben dann sehr leicht runtergeschubst werden könnte. Da hoch will ich aber auch nicht wieder. Da habe ich ein Trauma. Als ich da letztes Mal drauf war, bin ich, glaube ich, sogar verreckt. Ich glaube, ich gehe einfach echt zu Tattle. Da hätte ich aber keinen taktischen Vorteil. Izzy ist da hinten die ganze Zeit in der Ecke. Irgendwie fehlt hier doch einer. Oh, Herr Bergmann ist tot. Okay, ich gehe runter. Und ja. Yeah. Oh, okay. 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 Ich werde es tun. Ich werde da wieder hingehen. Ich esse was. In welche Richtung schlage ich ihn? Boah, ist das gefährlich. Ja, ich habe gerade... Er wirft seinen Creeper. Und... Komm, flieg! Fuck! Wie das nie klappt, Alter. Geh weg. Hallo, Dario. Na? Alles okay bei dir? Alles fit im Schniedel? Im Stiesel?
Nee, geh, geh. Ich will dich jetzt. Oh, oh. Ja, noch ein Creeper. Creeper Ping Pong. Teil 5. Komm, explodiert. Ja, nice. Das war richtig, richtig nice. Flieg. Ich will, dass ihr da reinfliegt. Komm, ja. Nein. IZZI ist der Schwerkraft zum Opfer gefallen. Das heißt, seine Items sind hier eventuell irgendwo. Komm. Ich kick dich weg. Ja, du auch. Und du auch. Komm. Dich mach ich kaputt, du Arschloch. Genau, schlag mich alle. Ist okay. Genau, schlag mich einfach alle. Oh, ich fühle mich so gemobbt. Na, was soll er tun? Ich habe halt echt... Oh, das sieht gefährlich aus. Keine Ahnung, wo Izzy gestorben ist. Der Schwerkraft zum Opfer gefallen. Das kann ja auch heißen, er ist einfach unten gelandet, oder nicht? Also jetzt in dem Vortex, oder wie man das nennt. Ey! Oh, Mann! Ne, dafür kriegst du mal eine Schneebälle. Hier! Da! Angriff! Hier, du auch! Oh! Der war schön. Ich glaube, Moor hat schon ein bisschen Leben verloren. Oh, den hätte ich gerade richtig schön rausschlagen können, glaube ich. Ich stehe an einer ganz doofen Stelle. An einer ganz doofen Stelle. Hallo, Mordado. Na, Mordado will mich irgendwo hinlocken. Ach. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Ach, Leute. Das war ein guter Versuch. Ich meine, es ist schon cooler, muss man echt sagen. Wenn... Hä? Wenn auf einmal irgendwie ein paar Zäune fehlen, das... Ey, ihr müsst euch mal die anderen, die ersten PvP-Events angucken. Das sollte ich auch nochmal tun, denn ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Als da noch gar nichts stand. Mich hätte ja echt interessiert, wie das in der ersten Woche gewesen wäre. Also für die, die es nicht wissen, wir haben das Projekt halt gestartet. Und in der ersten Woche haben wir gar nicht dieses Event gemacht, weil wir gesagt haben... Lass uns erstmal die Map ein bisschen aufbauen. Hä? Nein, du hast John getötet. Das hätte mich halt echt interessiert. Okay, ich trink. Okay, ich ess. Nö, seh nicht ein. Du kriegst mich nicht tot. Vor allem, er sollte jetzt eigentlich auch schon recht viel Schaden bekommen haben. Ja, Dario flieht. Und er ist sein Goldapfel. Dario! Geh doch auf Dario! Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, wo da ein Zaun fehlt. Ich habe keine Ahnung. Alter, der Enderman. Der kommt uns gleich in die Quere. Und wenn das passiert, dann sind wir so tot. Armado. Armado, hör doch auf damit, Dario. Hör doch auf, damit mich immer zu schlagen. Hey, hör doch auf. Hör doch auf immer damit. Ah, vor allem ich schlag die ganze Zeit mit der Faust, weil ich will, dass sie Schaden kriegen. Oh, das war jetzt gerade richtig böse. Dario, du hast doch sowieso weniger Leben als ich, oder nicht? Obwohl, nee, natürlich nicht. Er hat das Ganze ja später genommen. Alter, wie die jetzt auf mich gehen. Richtig geil. Was macht der da? Die müssen sich auch denken, oh, was macht der denn? Der ist ja cool. Genau, jetzt wollen alle... Alter, was ist denn das? Kommen das nur so vor, da gehen die alle auf mich wieder. Oh, 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 das war wohl die gefährlichste Stelle im ganzen Spiel. Mordado verfolgt mich und Dario auch. Ja, genau. Natürlich, Leute, natürlich. Ja, ich meine, die denken jetzt wahrscheinlich... Ich sag, ja, Mor auch noch. Natürlich. Getroffen? Ja, perfekt. Nein, nein, das war ein Riesenfehler von mir. Ich renn, ich renn. Ich esse.
Nein, 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 nein! Und Fallschaden tot. Alter, sind die auf mich gegangen nachher. Ja, aber ich habe mich auch, glaube ich, immer so verhalten, als wäre ich kurz vorm Tod. Was ja in gewisser Weise auch stimmte. Aber egal. Aber ich hole mal da Dolo. Da würde ich sagen, wäre es nett, wenn ihr den Part bewerten würdet. Wir sehen uns dann morgen bei der normalen Folge. Oder heute um 16.30 Uhr oder um 18.30 Uhr. Was auch immer da kommen mag. Tschüss Leute, bis dann. Bis zum nächsten Mal.